Guten Tag, mein Name ist Wolfram Eilenberger und ich möchte Ihnen heute mein neues Buch vorstellen. Es trägt den Titel Kanada, kann mich mal, von einem, der mit seinen Kindern in die Ferne zog. Es handelt von einem deutschen Vater, der seine dreisprachigen Zwillinge in vier Ländern gleichzeitig großzieht und auch davon, was seine finnische Frau zu all dem sagt. Das Buch spielt zu großen Teilen in der multikulturellsten Stadt der Erde, Toronto, Kanada. Das bringt viel Schönes mit sich, aber auch einiges an Komplikationen. Ich lese Ihnen einfach mal den Anfang vor. How are you? Stimmt, es gibt keinen Grund, sich ernsthaft für mein Leben zu interessieren, aber bei Gelegenheit fragt man dann doch nach, oder? Neu in der Gegend. Ach, und woher kommen Sie? Finnland, interessant. Wie war noch einmal der Name? Berufsbedingt Ihre Frau, verstehe. Und die Kinder? Zwillinge. Na sowas, zweieiig. Ja, das sieht man. Interessiert Sie nicht? Nicht im geringsten? Macht nichts. Ich werde es Ihnen trotzdem erzählen. Im Prinzip habe ich die letzten 7 Jahre nichts anderes getan, als mich wildfremden Menschen vorzustellen. Da kommt es jetzt auf den einen oder anderen auch nicht mehr an. Es wird ja gern behauptet, in Nordamerika kämen die Menschen leichter miteinander ins Gespräch. Ich kann das so nicht bestätigen. Meine Probleme beginnen in der Regel bereits beim Gruß. How are you? Klar, das ist keine Frage, ich weiß das. Dennoch bleibt etwas in mir, das jedes Mal wieder ehrlich antworten will, das erzählen will von der Steuererklärung des vorletzten Jahres, den Bandscheibenproblemen meiner Frau, der Sehnsucht nach einem 7-Minuten-Pilz sowie dem geschwollenen Knöchel Bastian Schweinsteigers. Doch habe ich gelernt, an mich zu halten und zu tun, was zu tun ist. I am fine, and how are you? Die Sonne hoch am Himmel, strahlend und schon warm wie ein Freund. Zeit, ich spüre es klar, mich aufzumachen. Zurück auf den langen Weg nach Hause.